Ich habe es mittlerweile aus der Badewanne rausgeschafft. Wir haben jetzt auch kurz nach 8 und Klein Lias schläft immer noch nicht. Mein Mann ist jetzt ganz kurz rausgegangen. Oh Gott, ein bisschen ungesund Shisha rauchen. Wer von euren Männern liebt es auch, Shisha zu rauchen? Ich mag es überhaupt gar nicht. Es ist einfach mega ungesund. Ich halte davon überhaupt nichts. Ich habe den Lias jetzt gerade mal ins Bett gebracht und ich war eigentlich auch bis vor einer halben Stunde, ich bin erst vor einer halben Stunde ungefähr aus der Badewanne rausgekommen. Wir haben jetzt auch 7:45. Heute ist Mittwoch. Da werde ich gleich mal Bachelorette gucken. Es gibt ja wenig von diesen Shows, von diesen ganzen Trash-TV, wie man so schön sagt, was ich tatsächlich gucke. Ich glaube, das Einzige, was ich immer regelmäßig gucke von verschiedenen Shows, muss nicht immer Trash sein, ist tatsächlich, was ich immer geguckt habe, war wirklich Bachelor, Germany's Next Topmodel und auch so die Höhle der Löwen. Das sind so die drei Sendungen, die ich geguckt habe immer. Aber ansonsten von Let's Dance bis jetzt läuft hier wieder zum Beispiel Big Brother und weiß der Geier, was alles Mögliche läuft, von Dschungelcamp und diese Bauersuchtfrau oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das gucke ich alles gar nicht. Ich habe da wirklich nur so meine zwei, drei Stück, wo ich sage, die muss ich irgendwie immer gucken und schon seit Jahren alle Staffeln. Ja, und das kommt ja jetzt. Oh Gott, ich sehe aus, ich habe meine Haare nicht gewaschen. Das werde ich jetzt in der nächsten Werbpause dann machen. Beziehungsweise ich werde sie nicht waschen, sondern ich werde eine Haarmaske auftragen. Genau. Ich warte jetzt aber erstmal, bis der Lias richtig eingeschlafen ist. Der wollte nämlich heute Nachmittag nicht schlafen. Also normalerweise ist es ja so die letzte Zeit gegen 9, 10. Früher oder vor ein paar Wochen war es ja eher so 9, 10, 11. Es ist ein bisschen früher geworden. Heute wollte er gar nicht. Gegen 1 war er dann aber so fertig mit der Welt, dass wir ihn hinlegen konnten. Und dann hat er bis um 3 geschlafen. Um 3 haben wir ihn so langsam wach gemacht, weil sonst wäre er jetzt um 9 noch nicht eingeschlafen. Ja. Auf jeden Fall, als ich in der Badewanne war, hat der Postbote geklingelt und er hatte zwei Sachen gebracht. Und zwar als allererstes ein Amazon-Paket. Da war einfach nur eine Waage drinne. Wir haben nämlich seit, keine Ahnung wie lange, keine Waage mehr zu Hause, weil unsere alte ist kaputt gegangen und die habe ich dann weggeschmissen. Und ich hatte nie eine neue geordert. Mir war das immer egal, zu gucken jetzt genau, wie viel ich wiege und so weiter. Vor allen Dingen nicht in der Schwangerschaft. Ich sehe gerade echt aus, Katastrophe. Ich wollte jetzt aber unbedingt, dadurch, dass ich beim letzten Arzttermin gesehen habe, dass ich schon einen ordentlichen Schub gemacht habe. Gut, mein Bauch hat auch einen ordentlichen Schub gemacht. Tatsächlich, also die letzten 4 Wochen habe ich so krass am Bauch zugenommen. Also der ist richtig groß geworden und überhaupt. Aber dennoch möchte ich einfach in der Schwangerschaft ein bisschen schauen, was ich zunehme, dass ich das nicht alle 4 Wochen nur beim Arzt erfahre und dann so einen halben Schock bekomme. Ich möchte schon ein bisschen drüber schauen. Ich mache jetzt natürlich in der Schwangerschaft keine Diät oder was weiß ich was. Ich esse ganz normal, aber ich muss ja vielleicht nicht 3 Riegel am Tag essen. Es reicht doch, wenn ich nur einen Riegel oder auch mal keinen Riegel esse. Weil dieses schnelle, extreme Zunehmen in der Schwangerschaft hat nicht oft was damit. Also klar, man nimmt an Umfang zu, man nimmt an Fruchtwasser zu, an Blut generell, das ganze Blut, was ja im Körper ist, ist ja viel mehr Fruchtwasser, das Kind hat ja auch ein Gewicht und so weiter, Plazenta, alles schön und gut, aber letzten Endes macht das irgendwas mit, was weiß ich, 10, 15 Kilo maximal eben, maximal aus und vieles andere ist einfach wirklich, das ist Tatsache, was man sich auch selber einfach anfuttert. Und ich habe die letzten Wochen viel Süßigkeiten gegessen. Bin ich ganz ehrlich, ich habe viel Süßigkeiten gegessen und ich möchte das einfach so ein bisschen im Auge behalten, ein bisschen kontrollieren. Und ja, ich hatte ja heute schon mal gesagt, dass ich keinen Anruf vom Arzt bekommen habe. Und heute ist ja Mittwoch und die haben gesagt, dass eigentlich ich Montag oder Dienstag spätestens den Anruf hätte bekommen sollen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich tatsächlich. Ja, dass der Test nichts Negatives ergeben hat, beziehungsweise ich halt eben ja, diesen Blutzucker oder diesen Zuckertest somit bestanden habe. Gott sei Dank, muss ich echt sagen. Also wenn der jetzt positiv angezeigt hätte, dann es hätte mich schon fast nicht gewundert, weil ich habe echt gut gegessen die letzte Zeit. Wow.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir eine Waage bestellt über Amazon. Jetzt auch nichts großartig Teures für 20 € eine schöne Glaswaage, einfach so in Schwarz. Kann ich euch mal zeigen die nächsten Tage. Sieht echt toll aus. Einfach, dass mal wieder eine da ist und spätestens nach der Schwangerschaft, dass ich sowieso dann anfange wieder alles runterzubekommen, Gewicht zu kontrollieren und überhaupt. Da bin ich auch gerade schon die ganze Zeit am Gucken, am Überlegen. Was ich mir denn da zur Hilfe nehme, weil ich möchte auf jeden Fall dann natürlich auch mit dem Sport irgendwie wieder beginnen und da dann auch unterstützend irgendwie irgendwelche Shakes trinken, einfach Proteinshakes und so weiter und so fort. Und da bin ich echt mal so ein bisschen am Gucken. Also momentan ist ja so in aller Munde im Prinzip diese ganzen Sachen von Natural Mojo zum Beispiel. Da muss ich mich halt nochmal genauer näher informieren, ob das auch was für mich sein könnte. Aber das hat ja jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit. Joa, und das zweite Paket, was gekommen ist, sind Haarmasken und zwar von der Marke Mermaid and Me. So sehen die aus. Ich habe jetzt hier zwei Stück bekommen, einmal in rosa und einmal in gelb. Die haben mich angeschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, das Ganze mal zu testen. Und da habe ich ja gesagt, weil erstens, ich liebe alles, was mit Beauty zu tun hat. Gerade so Haarmasken ist ja voll meins. Und ich habe das jetzt natürlich auch schon bei verschiedenen Influencern gesehen und es hat sich immer sehr gut, positiv, interessant angehört. Und auf dem letzten Event, wo ich gewesen bin, wurde tatsächlich über diese Haarmaske gesprochen. Und da hatten verschiedene Mädels schon berichtet, dass sie das richtig gut finden und total klasse finden. Andere wiederum haben gesagt, die wollen sie unbedingt testen. Die soll ja so gut sein und die ist ja la 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 und keine Ahnung was. Und es ist nochmal was anderes, wenn man mit Kollegen sozusagen, sind ja im Prinzip Kolleginnen gewesen, so face to face spricht und sich austauscht. Und die haben das alle so empfohlen und in den Himmel gelobt und überhaupt. Und da habe ich mir gedacht, so okay, finde ich irgendwie interessant. Und ich hatte tatsächlich ein paar Tage später die Anfrage bekommen von Mermaid and Me, ob ich das Ganze mal testen möchte. Und da habe ich mir echt gedacht, so hey, mega cool, ich will es auf jeden Fall testen. Und man soll das Ganze nämlich ins trockene Haar geben und dann mindestens 15 Minuten einwirken lassen. Umso länger, umso besser. Auch über Nacht haben die gesagt, wenn du so ein richtig krasses Ergebnis haben willst, einfach mal über Nacht drin lassen. Das mache ich ja auch voll oft, dass ich Haarkuren, Masken, weiß der Geier was, alles über Nacht mal drin lasse. Und dann soll man das Ganze nach mindestens 15 Minuten Einwirkzeit mit Shampoo einfach aufspülen. Und dann hat man eben die verschiedenen Ergebnisse. Also ich möchte jetzt hier mal diese rosane Maske, Wild Hibiscus Clay Maske. Das ist extra für Sauberkeit und für Shiny Hair. Also das ist so eine, die ich jetzt am häufigsten gesehen habe. Die ist einfach, dass die Haare danach richtig schön glänzen sollen. Darauf bin ich sehr gespannt. Deswegen werde ich die jetzt auch als erstes mal verwenden. Es gibt noch eine grüne Maske. Ich glaube, das ist eine Algenmaske oder so. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und das ist hier die Clean und Strong Hair. Also die sind alle dafür da, weil man sagt ja eigentlich, Masken oder auch alles, was man sich so in die Haare schmiert, soll man immer nur in die Längen und Spitzen geben, damit das an der Kopfhaut nicht so, dass die Kopfhaut einfach nicht so schnell nachfettet und so weiter und so fort. Aber hier heißt es explizit ab Spitze oder beziehungsweise ab Haarwurzel bis in die Spitzen komplett reinziehen, weil das hier ist eben, sind alles Masken, die auch klärend sind, also dass die Kopfhaut richtig gereinigt wird. Und dann, je nachdem, das ist jetzt wie gesagt dann für die Längen und Spitzen zum Glanz und das hier eben für Straw, also dass die Haare fest werden. Genau. Ich bin echt gespannt. Ich kann dazu noch nichts sagen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, erst heute bekommen und ich werde das in der nächsten Werbepause, werde ich mir die Maske einfach mal reinschmieren und ich werde das, ich denke, einfach mal über Nacht drinne lassen. Genau, weil ich habe, glaube ich, dann heute Abend keine Lust, die mir noch auszuspülen und zu kämmen und zu föhnen und zu machen und zu tun, um das Ergebnis zu schauen. Ich glaube, ich werde das mir einfach in die Haare schmieren. Und einfach mal komplett über Nacht drinnen lassen, um in der Hoffnung so ein richtig krasses Ergebnis zu haben und dann einfach zu sagen, okay, das Ergebnis ist wirklich krass oder nö, ist es nicht. Wir werden es sehen. Ich meine, ich kann viel erzählen. Die Bilder werden ja dann für sich sprechen. Ihr wisst ja, wie meine Haare
aktuell aussehen. So, ich würde sagen, nicht extrem strapaziert. Ich war ja jetzt auch erst beim Friseur. Die sind jetzt nicht irgendwie strohig oder sowas, aber es ist schon ein Unterschied. Also jetzt habe ich sie ja noch so ein bisschen geglättet gehabt, auch wenn es gerade nicht mehr aussieht, weil ich die ganze Zeit gestern und heute einen Dutt hatte. Da sieht es nochmal anders aus, wenn ich die Haare mit dem Dyson glätte, sieht es nochmal anders aus, wie wenn ich sie einfach wild föhne und fertig. Dann sind die natürlich nochmal viel buschiger und strapazierter und keine Ahnung was. Deswegen, ich bin mal echt gespannt auf diese Maske, wo irgendwie in aller Munde ist, ob die wirklich so krass ist. Ja, das werdet ihr dann aber morgen sehen. Deswegen, jetzt würde ich erstmal sagen, ich verabschiede mich von euch, ihr Lieben, und wir hören und sehen uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben mittlerweile kurz vor 10. Ich habe den Dias gerade hingelegt und ja, muss jetzt auch direkt loslegen, denn meine To-Do-Liste für heute ist gefühlt so lang wie von hier nach Sibirien. Also ich habe wirklich, oh mein Gott, ich habe so, 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 so viel zu tun. Ja, deswegen, ich wollte nur mal den Vlog für heute zumindest starten. Keine Ahnung, ob er mit anderen Tagen zusammengelegt wird. Ich habe gerade Zahnseide benutzt und naja, jetzt hat es langsam aufgehört. Ich habe momentan so Zahnfleischbluten. Das ist ja in der Schwangerschaft theoretisch normal, dass man auch schnell blutet. Auch wenn ich mich mal irgendwo in der Schwangerschaft aufgekratzt hatte oder irgendwie geschnitten habe oder sowas, ich habe immer geblutet wie so ein Schwein. Also das war echt krass gewesen. Aber es ist in der Schwangerschaft ja normal, wenn man ja viel, viel, viel mehr Blut im Körper hat. Joa. Und es ist immer so ein ekelhafter Geschmack im Mund. Ich hasse es. Nur wenn ich jetzt nochmal Zähne putze, dann mache ich wahrscheinlich, reiße ich mir irgendwas wieder auf. I don't know. Naja, also jetzt, wie gesagt, To-Do-Liste für heute ist sehr, sehr lang. Ich versuche alles hinzubekommen. Ich fange jetzt erst einmal an und drehe ein Video für Insta-Story, dann muss ich mich fertig machen, beziehungsweise jetzt als allererstes. Ich habe es ja, wie ihr sehen könnt, immer noch drauf. Ich habe ja gestern diese Maske drauf gemacht von Mermaid in Me und die wollte ich ja jetzt eben über die Nacht testen. Was ich schon mal sagen kann, ist, dass ich die ganze Nacht so einen richtig leckeren Geruch in der Nase hatte. Also das riecht ja so nach verschiedenen bärigen Früchten einfach. Also es ist richtig, richtig lecker. Der Geruch ist der absolute Hammer dafür, dass es ein veganes Produkt ist. Vegane Produkte haben ja meistens nicht die tollsten Geruchsrichtungen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Aber die ist mega. Das ist echt krass. Ich habe die ganze Nacht auch so geschlafen und noch ein Handtuch drum gehabt. Also im Handtuch habe ich die ganze Nacht die Haare gehabt. Ich habe das Handtuch heute Morgen weggemacht. Genau, weil es hat einfach gestört beim Frühstücken, beim Putzen, beim Aufräumen. Jetzt habe ich es mal. Jetzt finde ich tatsächlich erst jetzt die Zeit, wo ich den Dias hingelegt habe. Ich werde das Ganze jetzt mal auswaschen. Dann werde ich noch ein paar Sachen erledigen, dass die Haare so ein bisschen trocken werden. Und final werde ich sie dann nochmal richtig trocken föhnen, ein bisschen glätten, dass ich das Ergebnis dann richtig sehen kann. Genau, dass man da so ein richtiges Vorher-Nachher-Ergebnis eben hat. In der Hoffnung, wir werden sehen. Genau, und dann, wenn ich damit fertig bin, möchte ich mir so ein ganz, ganz leichtes Tages-Make-up machen und dann YouTube-Videos drehen. Dann habe ich grundsätzlich so ein paar Sachen, die ich fotografieren muss. Ich habe zwei Sachen, die ich auf eBay reinstellen möchte. Unbedingt heute, weil heute ist ja Donnerstag und dann kann man Donnerstag, Freitag, nee. Freitag, Samstag, Sonntag, genau für die 3 Tage, weil man kann. Früher konnte man bei eBay immer Sachen auch nur einen Tag reinstellen. Das ist nicht mehr möglich. Es ist jetzt mindestens immer 3 Tage. Und ich habe es am Mittwoch bzw. am Dienstag für die 5 Tage nicht hinbekommen. Es geht immer 3, 5 oder 7 Tage. Total blöd. Aber naja, deswegen, ich muss es heute unbedingt, unbedingt, unbedingt hinbekommen. Genau. Und ich weiß gar nicht, was noch alles. Ich muss ganz viele Geschenke zusammenpacken, denn es wird ganz, ganz bald wieder auf diesem Kanal ein Tauschpaket-Video geben. Genau, also seid darauf gespannt. Und da habe ich auch die letzte Zeit immer mal wieder was eingekauft und bin jetzt schon länger fertig mit Zusammensuchen. Und das muss ich alles mal einpacken und verschicken.
Genau, aber ich denke, dass ich es heute nicht mehr zur Post schaffe. Wahrscheinlich erst morgen, weil mein Mann hat heute auch Spätschicht auf der Arbeit. Das heißt, er hat erst um 18 Uhr Feierabend und ist dann erst, ja, auf jeden Fall, nachdem die Post zugemacht hat, erst zu Hause. Genau, ja, dann mal gucken, was wir heute so kochen, was wir essen. Und ansonsten ist die To-Do-Liste auch trotzdem noch sehr, sehr lang. Ich muss langsam echt mal anfangen, meine Babyparty zu planen oder vorzubereiten, Sachen zu bestellen, zu ordern, zu machen. Es sind noch ein paar Sachen fürs Haus, was ich auch noch nachschauen muss, recherchieren muss. Dann mein neues Handy will endlich eingerichtet und benutzt werden. Und I don't know, es ist noch einiges auf jeden Fall zu tun. Deswegen würde ich sagen, ich quatsch gar nicht so lange. Ich lege mal los. Ich gebe euch später mal so ein kurzes Feedback wegen den Haaren. Joa, also ich habe hier auch keine Kooperation auf YouTube oder sowas. Ich dachte mir nur so, wenn ich es euch auf Instagram zeige und viele ja wieder auf Instagram mich nicht verfolgen, dass ihr das hier auch einfach mal gesehen und gehört habt. Ich habe auch keine Ahnung, ob dann zu diesem Zeitpunkt, wenn dieser Vlog online geht, mein Code noch gilt und so weiter und so fort. Das weiß ich alles eben nicht. Und beziehungsweise ich bin ja jetzt sowieso erstmal am Testen und dann gebe ich die finale Zu- oder Absage, ob ich das Produkt zeigen möchte oder halt eben nicht. Das werden wir gleich sehen, nachdem ich meine Haare gewaschen habe und geföhnt habe und geglättet habe. Genau. Und es kann sein, dass wenn die Insta-Stories online gehen, dass ich weiß nicht, wie lange die Codes nämlich dann gültig wären, dass es hier vielleicht gar nicht mehr gültig ist. Falls doch, schreibe ich es euch nochmal in die Infobox, dass ihr da einfach Bescheid wisst, falls da jemand Interesse dran hat. Genau, same story wie die letzten Vlogs. Das ist ja immer ein bisschen schwierig auf YouTube deswegen. Aber die letzten Male, als ich Naked und so weiter gezeigt habe, haben sich ganz, ganz viele darüber gefreut, dass ich es eben auch hier auf YouTube gezeigt habe und nicht ausschließlich nur auf Instagram. Deswegen, jo. So, jetzt lege ich aber mal los, denn ich muss wirklich, ich hoffe sehr, dass der Elias mal, was weiß ich, 2, 2,5 Stunden schläft. Der war richtig, richtig müde. Deswegen habe ich Hoffnung, dass ich viel, viel, viel erledigt bekomme. Und deswegen, let's do this. Hallo, ihr Lieben, ich melde mich mal einige Stunden später. Einige Stunden später. Wir haben 16 Uhr schon. Oh mein Gott. Katastrophe. Ja, was soll ich sagen? Ich habe fast nichts geschafft von dem, was ich mir vorgenommen habe. Denn ich bin, nachdem ich meine Haare gewaschen hatte, habe ich noch geföhnt, geglättet. Ich bin übrigens, ich glaube, man sieht diesen Glanz. Meine Haare sind so weich. So weich und die riechen so, also die sind, das ist, ich könnte die ganze Zeit streicheln. Die sind richtig weich und glänzen definitiv extrem. Also, ihr seht es ja selber. Muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Das sieht echt krass aus. Ja, und das von einem veganen Produkt hätte ich echt nicht erwartet. Ja, also, ich glaube, ich muss nicht viel sagen. Das Ergebnis spricht für sich. Ja, ich bin heute so ein bisschen am PC hängen geblieben. Genau, also die Zeit, wo der Elias geschlafen hat, habe ich mir, wollte ich ja eigentlich Video drehen oder Videos drehen. Zumindest eins war geplant. Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, nicht geschafft. Ich hatte hier sogar schon ein Oberteil hingehängt, dass ich, wenn er schläft, dass ich ihn nicht wecke und reinkomme, sondern dass ich das mich dann im Wohnzimmer direkt umziehen kann. Aber nö, ich bin echt am PC hängen geblieben, weil ich hatte einfach noch so viele E-Mails, die echt wichtig gewesen sind, die zu beantworten und so ein paar Sachen zu bearbeiten. Ja, deswegen habe ich mir jetzt eigentlich für morgen einfach vorgenommen zu drehen und heute alles andere auf der Liste sozusagen abzuhaken. Ja, und da bin ich eigentlich gerade ganz gut dabei, also kann ich nicht meckern. Der Postbote hat gerade geklingelt und ich wollte euch mal zeigen, was er gebracht hat. Und zwar einmal 2 neue Tonys, einmal Dschungelbuch und einmal König der Löwen. Ich glaube, zu diesen 2 Disney-Figuren muss ich nicht viel sagen. Sie sind einfach absolut Goals. Und als ich auf Instagram vorgestern gesehen habe, dass sie gestern erhält, also seit gestern sind die erst draußen, habe ich oder hat mein Mann sie direkt online bestellt bei Toni direkt, bei toni.de. Gibt es jetzt aber auch bei Mediamarkt.
Saturn, Kaufhof, weiß der Geier wo. Nur einen Tag verzögert, ist aber nicht schlimm. So sehen die zwei Figuren, die neuen, aus. Richtig, richtig hübsch. Ich bin richtig gespannt. Mein Mann hat schon gesagt, gerade die König der Löwen-Figur hat er eigentlich so hauptsächlich für mich bestellt. Ich bin ja den ganzen Tag hier mit dem Lias am Toni-Figuren hören und ich kann es irgendwann nicht mehr hören. Man muss wirklich ab und zu neue Figuren holen, sonst wird man echt bekloppt. Ja, deswegen, ich werde die gleich mal einlesen und mal gucken, was da so drauf ist. Ich freue mich richtig. Dann kam ein Naked-Paket. Genau, ich werde demnächst mal wieder ein Naked-Haul machen. Und ich denke, dass ich es diesmal so machen werde, dass ich euch die Sachen auch einfach wieder hier zeigen werde, weil es das letzte Mal ja so gut angekommen ist. Also. Und dann kam noch ein Päckchen von Neonail. Ihr habt mich ja so oft gefragt, dass ich mal ein Video drehen soll, wie ich den UV-Lack drauf mache und wie ich ihn abmache und wie ich ihn auffülle und wegfeile und. Und ich habe mir überlegt, dass ich so ein Video jetzt mal machen möchte. Und ja, es gibt ja mehrere Varianten, diesen UV-Lack wegzumachen. Unter anderem eben ziehe ich den ja immer so ab und ist ja eigentlich nicht so gut für die Nägel. Deswegen habe ich jetzt mal das Richtige bestellt. Solche Remove-Folien, damit man den Remover auf so ein Pad machen kann und dann das Ganze muss halt eben eingewirkt, also es muss halt eben einwirken, so 10 Minuten, dann kann man das Ganze vom Nagel langsam runter streichen und dazu braucht man so ein Tool hier, bestenfalls, dass man den Nagel halt eben auch nicht verletzt. Dann war hier nochmal so ein Nagelöl drin, genau, und ich wollte es unbedingt testen, die neuen Farben, die neuen 5 Farben von Mrs. Bella. Mrs. Bella ist ja, kennt ihr bestimmt, muss ich glaube ich nicht sagen, dass es eine große YouTuberin ist. Sie hat mit Neonail 5 Farben insgesamt rausgebracht, von also Rottönen, aber auch Nude-Rosatöne, richtig schöne Farben. Und das sind jetzt auf jeden Fall die 5 Farben und die möchte ich euch auf jeden Fall dann auch zeigen. Ich weiß nicht, wann ich das Video machen werde, denn ich habe ja vor ein paar Tagen in der Badewanne meinen UV-Lock mal wieder abgepult und habe meine Nägel ganz kurz geschnitten. Also ihr seht, da ist schon fast kaum, also eine Spitze da. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, dass ich nichts drauf mache, weil ich eben auf diese Farben gewartet habe. Und da möchte ich mal so ein ganz eine helle Farbe von ihr testen und einfach mal mindestens eine Woche, anderthalb warten und dann das Video abdrehen und euch dann zeigen, wie ich die Farbe runter mache. Weil jetzt kann ich kein Video drehen, weil ich gerade nichts drauf habe. Und das drauf zu machen, dann das Video zu drehen, wieder abzumachen, nur für das Video, ist ja auch schwachsinnig. Deswegen, ich lasse es dann mal so eine Woche, anderthalb drauf und dann werde ich es euch im Video zeigen, wie ich das Ganze abmache und halt eben wieder neu drauf mache. Und dann werde ich mal eine andere Farbe von ihr benutzen. Das ist der Plan. Muss ich nur gucken, wann ich das Ganze mache. Aber ich möchte heute Abend endlich mal meine Nägel machen. Ihr glaubt es mir nicht, aber es ist wirklich so. Schaut mal. Seht ihr diese kleine weiße Box da hinten in der Ecke? Das ist meine Neonail-Box. Und ich versuche wirklich schon seit Tagen es zurückzuhalten, dass ich es eben nicht mache. Weil ich unbedingt eben die neuen Farben benutzen wollte. Und ich habe mich zusammengerissen. Es ist mir schwer gefallen, weil ich hasse es, nichts auf den Nägeln zu haben. Also, oh, furchtbar. Ja, was machst du denn da, Lias? Also erst einmal, Lias, dein neuer... was wiegt der Lias? 12,5. Ja, wir haben den Lias ja schon vom Urlaub gewogen. Da hatte er, ich glaube, 12,2 oder sowas. Jetzt hat er anscheinend 12,5. Wow, großer Junge. ich habe auch gemerkt, jetzt die 68, gerade die Pyjamas, das sieht immer aus wie so eine kleine Hochwasserhose. Also ich dachte ja, dass er eher so gegen September rum, Mitte, Ende September in die 92 Größe rutscht. Aber das ist jetzt teilweise schon der Fall. Also ich muss da schon mal jetzt ein bisschen gucken. Gerade die Sachen von C&A in der 86, die haben sich erledigt. H&M und so weiter geht noch, aber alles, was C&A ist, muss jetzt in die 92 rutschen. Und das war jetzt eigentlich auch schon gerade... Huch! Lias, wo ist dein zweiter Schuh? Wo ist dein Hausschuh? Ja, wo ist der?
Der holt auch momentan alles, was ich so hier mal unter seinem Bett verstaue, raus. Die Schubladen werden ständig aufgemacht, habe ich euch ja schon gezeigt. Naja, auf jeden Fall, das ist die neue Waage, die ich geholt habe. Die ist also ganz easy, gell? Mit so einem Druck. Oh Gott, oder muss man drauf stehen bleiben? Ja, und dann wird es halt eben digital angezeigt. Jetzt nichts Besonderes. Die hat, ich glaube, 17, 18 € oder sowas kostet, keine Ahnung. Elias, jetzt. Oh Gott. Wo ist denn dein Schuh? Such mal deinen Schuh mal, wir müssen deinen Schuh anziehen. Wo hast du denn den hingefeuert, hä? Sodele. Ich werde jetzt die Tonis gerade mal schnell einlesen und dann weiterarbeiten. Und sobald der Lias heute Abend im Bett ist, werde ich meine Nägel machen. Darauf freue ich mich wirklich. Ich habe mich so zusammengerissen die letzten Tage. Von einmal bücken, außer Atem. Die Mami, gell? Wo ist denn dein Schuh? Ich sehe deinen Schuh gar nicht. Wo hast du denn den verloren? Ja, weißt du selber nicht, gell? Ich habe hier auch schon das Körbchen hingestellt mit den ganzen Geschenken fürs Tauschpaket. Kam ich auch noch nicht dazu. Das muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Hey du. Joa, ich würde sagen, ich mache mal weiter. Ich wollte euch nur diese paar Sachen hier zeigen. Ihr Lieben, ich melde mich mal ganz, ganz kurz und zwar mit einem Naked Haul. Es hat euch das letzte Mal so gut gefallen und ich wurde wirklich darum gebeten, dass ich doch auch öfter mal hier auf YouTube wieder Sachen zeigen soll. Nicht jeder verfolgt mich auf Instagram oder Insta-Story, deswegen ganz kurz und knackig zeige ich euch kurz die Teile, ja, die ich diesmal mir ausgesucht habe. Als allererstes dieses Oberteil-Top. Es ist eigentlich ein Body. Also normalerweise ein Body, der geht aber ja bis zur Mitte vom Bauch. Den werde ich natürlich erst nach der Schwangerschaft gescheit anziehen können. Aber ich finde den vom Schnitt her so schön, weil er kein typisches Spaghetti-Träger-Top ist, weil das hier schön gerade verläuft und dann hier relativ weit runter. Also man muss auf jeden Fall auch schauen, was man drunter anzieht. Auch hinten, es sieht so, 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 so schön aus und den gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Ich bin absolut verliebt und dieser Stoff, der ist auch so, so schön. Ich hatte den mal in der Insta-Story von der lieben Bella gesehen und mich total verliebt und deswegen wollte ich die jetzt auch einfach mal testen. Und ja, dazu habe ich diesen Rock kombiniert. Kennt ihr mittlerweile schon von mir? Den habe ich ja das letzte Mal in Rosa bestellt. Dann habe ich mir ihn ja selber nochmal in Zitronengelb nachbestellt, weil der ist einfach so, so gemütlich. Den kann ich in der Schwangerschaft perfekt jetzt tragen, aber auch nach der Schwangerschaft. Ich habe ihn mir jetzt auch extra nochmal eine Nummer kleiner bestellt, dass ich ihn in der Sch also nach der Schwangerschaft ja, auch gut anziehen kann. Ich habe diesmal eine M genommen. Die letzten Male hatte ich immer eine L gehabt, genau. Ja, und ich finde ihn einfach wunderschön. Der ist so, so, so hübsch in Bordeaux. Also ich bin absolut verliebt, deswegen. Der ist so gemütlich, der musste einfach wieder mit, diesmal in Bordeaux. Und es gibt ja so viele andere Farben, doch ich würde ihn ja am liebsten in allen Farben bestellen. Also ja, und da habe ich jetzt noch ein paar andere Sachen. Ich ziehe die mal geschwind an und zeige die euch. Und den aktuellen Code findet ihr auf jeden Fall alles in der Infobox. Sie sind ja meistens nur für 2 Tage gültig. Deswegen, ich schreibe euch alle Daten unten nochmal rein, für die, die es interessiert. Genau. Okay, Leute, jetzt kommt ein Traum von Kleid, kann ich nur sagen. Der Elias stellt sich schon wieder auf die Waage. Schaut euch mal dieses Schätzchen an. Das ist doch wunderschön. Also die ganzen Details. Ich finde das so hübsch. Ich habe jetzt hier noch so einen BH-Top drunter. Das müsst ihr euch wegdenken. Finde ich aber passt trotzdem sehr gut dazu. Das ist so ein Kleid. Ich bin absolut verliebt, gell? Das habe ich mir schon sehr schön vorgestellt. Aber dass es wirklich so schön ist. Ich bin auch gerade die Ärmelchen und. Oh mein Gott, das ist übrigens aus der Kollektion von der lieben Paola Maria. Die hat eine Kollektion jetzt erst vor, ich glaube, ein paar Wochen rausgebracht mit Naked zusammen. Ich hatte mir ihr Video angeschaut und das war einer der Kleider, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich muss es haben. Und ich bin froh, dass ich es noch bekommen habe. Es ist so schön, die Details, die sind hier auch richtig schön drauf genäht. Da ist nichts gedruckt oder. Also, oh mein Gott. Liebe, ich glaube, das ist das neue Lieblingskleid von mir. Okay, das ist das zweite Kleid, was ich bestellt habe, auch in rosa und es ist definitiv genauso ein Traum wie das erste. Wie hübsch ist dieses Kleid bitte? Also es hat tatsächlich für meinen Körper gerade nur Vorteile. Ich kann hier einmal, hat es einen richtig schönen, lockeren Gummi in der Mitte, dass ich das ein bisschen hochziehen kann. Ja, gerade in der Schwangerschaft jetzt mit Bauch, aber wenn ich den Bauch nicht mehr habe, kann ich das wieder ein bisschen runterziehen. Ein schöner Gürtel würde auch super aussehen. Und ihr wisst ja, ich habe ganz, ganz lange nach Röcken gesucht, die hier eben so, ja, eben
genauso aussehen. Und es passt ja momentan so wenig, deswegen, das ist wirklich der absolute Hammer. Die Ärmel sind durchsichtig, beziehungsweise das komplette Kleid ist eigentlich, also hat diesen durchsichtigen Stoff und darunter eben nochmal ja so ein Stoff, dass das Ganze nicht durchsichtig ist, also sowohl oben als auch unten. Ich habe jetzt hier noch so mein Spaghetti-Dreh an der Seite, sieht doof aus, aber einfach mal wegdenken. Und für alle Mädels, die genau wie ich obenrum sehr breit sind. Also ich habe ja wirklich sehr breite Schultern und bei mir diese ganzen Off-Shoulder-Sachen schneiden immer total ein. Es ist so nervig und schaut mal hier. Man hat wirklich noch so viel Platz, es schneidet nichts ein. Es ist so angenehm zu tragen, so eine süße Farbe. Ich muss unbedingt schauen, ob es dieses Kleid noch in anderen Farben gibt, weil ich bin mega verliebt. Also das sieht so, so, so hübsch aus. Hinten auch, also. Das ist auch so ein Kleid, das weiß ich, das wird jahrelang in meinem Kleiderschranke bestehen bleiben. Also sehr, 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 sehr hübsch. Ich bin verliebt. Dann habe ich mir noch diesen wunderschönen gelben Pulli bestellt. Ich liebe ihn. Ich bin total in love. Der hat hinten auch noch so einen Ausschnitt. Das sieht so, so genial aus. Hat so ein kleines Detail eben. Der ist nicht zu dick, nicht zu dünn. Und ich weiß auch nicht, ich bin momentan sowieso total in love mit Gelb, deswegen der musste einfach mit. Aber Naked hat grundsätzlich gerade so viele schöne neue Pullis. Alle möglichen Farben, Motive, Schnitte, also gerade so Crop-Pullis, so, so hübsch. Aber den werde ich jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall so im Herbst ist der gut zu tragen, weil er ist nicht super, super dick. Also ich bin verliebt, auch hinten. Mega schön. Und das letzte Teil, Elias guckt schon, warum hat Mami eine Jacke an, ist dieser ja, Regenmantel-Trenchcoat. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich habe momentan so einen Gelbtick. Ich finde das einfach so, 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 so hübsch. Der hat hinten auch noch eine Kapuze, einmal komplett ja, so Knöpfe. Man kann hier innen ist sogar noch so, sind solche Gummis, wo man das Ganze nochmal zuziehen kann, taillieren kann, wenn man möchte. Wunderschöne Seitentaschen auch hier nochmal mit Knopf oder einfach auch so. Und ansonsten. Wow, der fühlt sich auch so schön an. Der hat nicht dieses typische Stoff, dieses regenabweisende. Er ist trotzdem regenabweisend, aber super, super weich einfach vom Material her. Also, das wird, denke ich, mein Herbst-Trenchcoat. Ich liebe es, voll hübsch. Richtig, richtig schön. So, das war schon. Das waren die 6 Teile, die ich euch mal geschwind zeigen wollte. Ihr habt natürlich auch hier alle Infos in der Infobox, beziehungsweise die jeweiligen Links zu den Teilen, die ich euch jetzt gezeigt habe. Aber der Code gilt auf die komplette Seite, egal was ihr euch da aussucht. Joa, das war's schon gewesen. Sodale, es ist Nail-Time. Ich werde sie jetzt ja, mir neu machen. Und das sind die Farben. Hier steht ja auch überall schon Mrs. Bella drauf. Es gibt hier einmal Oh So Natural, Silk, Candy, Radioactive, Wine Time. Und das sind die Farben. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Es kommt leider nicht so schön rüber. Moment, ich mach mal den Blitz an. Das hier ist eigentlich nämlich ein richtig schöner dunkelroter Rotton einfach. Ein sehr schöner Rotton, schon fast ins Orangene. Also das ist schon sehr, sehr, sehr grell, diese Farbe. Die gefällt mir auch richtig gut, wobei sie mir ein bisschen zu, sie heißt ja auch Candy, ist. Die 2 Farben gefallen mir, wobei das dunkle Rot auch. Die gefallen mir eigentlich alle, aber das ist so mein Favorite oder meine Favoriten, die 2. Jetzt bin ich am Überlegen. Welches mache ich jetzt drauf und welches hebe ich mir dann fürs Video auf, um es neu drauf zu machen? Ich glaube, es wären tatsächlich diese 2 Farben, weil die jetzt auch noch zu allem passen. Ich würde auch gerne den dunklen Ton haben, aber ich glaube, das hebe ich mir dann doch eher vielleicht für den Herbst auf. Genau, ich werde heute oder jetzt gleich mal Oh So Natural ausprobieren. Sieht echt schön aus, die Farbe. So, ich bin fertig. Das ist die Farbe Oh So Natural von Mrs. Bella aus der Kollektion. Also ich bin wirklich verliebt. Sieht sehr, sehr, sehr schön natürlich aus, so wie die Farbe auch schon die Bezeichnung hat, mit so einem rosa Stich auf jeden Fall, kein Nude Stich. Und ansonsten habe ich wieder das Hard Base in der Vitamin-Serie benutzt und dann auch den Hard Topper, genau. Also ich bin in Love. Das Ganze wird jetzt auf jeden Fall mal 1,5, 2 Wochen bleiben und dann werde ich auf jeden Fall das Video drehen mit einer der anderen Farben. Genau, wollte ich euch nur kurz das Endergebnis zeigen. Wunderschön.